Gleich in den TV Berlin Nachrichten: brennender Zug legt Regionalverkehr lahm. Sexuelle Übergriffe offenbar auch in Berlin an Silvester und das Wetter, die Eiszeit endet. Mehr dazu gleich und ausführlicher am Schluss der Sendung. Und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 7. Januar. Frostempfindliche Berliner dürften etwas aufatmen. Mit der klirrenden Kälte der vergangenen Tage ist es vorerst vorbei. Am Freitag würden die Temperaturen auf bis zu 5 Grad klettern, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Auch am Wochenende soll das Thermometer tagsüber ähnliche Werte anzeigen. Mit dem Rodeln sei dann Schluss. Bei den milderen Temperaturen taue der Schnee weg. Auf den Straßen ist aber weiterhin Vorsicht geboten. In der Nacht sinken die Temperaturen leicht unter den Gefrierpunkt. Bei Schneematsch und überfrierender Nässe kann es dann auch glatt werden, sagte eine Sprecherin des Wetterdienstes. Unterdessen hat es auf den glatten Straßen mit Schnee und Eis bis Mittwochabend in Berlin knapp 500 Verkehrsunfälle gegeben. Die meisten verliefen nach Angaben der Polizei vom Donnerstag allerdings glimpflich. Insgesamt seien es aber deutlich mehr Unfälle als normal gewesen. Die Hauptverkehrsstraßen sind mittlerweile durch die Berliner Stadtreinigung weitestgehend geräumt und gut befahrbar. Die S-Bahn unterdessen meldete wieder Ausfälle, wie schon seit Einsätzen der Kältewelle am Wochenende. Die S47 fuhr nach Angaben der S-Bahn nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide. Die S9 verkehrte nur zwischen Flughafen Schönefeld und Treptower Park. Am Mittwoch hatten Weichen- und Signalstörungen sowie zugefrorene Türen den Verkehr deutlich stärker beeinträchtigt, TV Berlin berichtete. Die Berliner Verkehrsbetriebe berichteten von einem für die Straßenverhältnisse normalen Verkehr. Seit Mittwochnachmittag pendelte die U6 allerdings wegen einer Störung zwischen den Bahnhöfen Altegel und Otisstraße sowie zwischen Otisstraße und Kurt-Schumacher-Platz. Unterdessen fährt nach dem Brand eines Regionalzuges in Hellersdorf die Regionalbahn 26 nur verkürzt. Bedient wird nach Angaben der Niederbarnimer Eisenbahn nur der Abschnitt zwischen Strausberg und Kostrin. Zwischen Lichtenberg und Strausberg empfiehlt die Verkehrsgesellschaft deswegen das Umsteigen auf die S-Bahn-Linie 5. Die S5 war nach dem Brand am Mittwochabend zunächst unterbrochen worden. Sie fährt nach Angaben der Deutschen Bahn am Donnerstag aber wieder normal. Die S-Bahn nutzt laut Deutscher Bahn ein anderes Gleis als die weiter blockierte Regionalbahn. Dort versuchten Spezialisten am Vormittag, den abgebrannten Zug zu bergen. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr durch einen technischen Defekt in einem Schaltkasten ausgelöst worden. Der Zug brannte am Bahnhof Wuhletal vollständig aus. Von den etwa 180 Fahrgästen wurde Gott sei Dank aber niemand verletzt. Anzeigen wegen sexueller Übergriffe. Auch in Berlin gab es in der Silvesternacht sexuelle Übergriffe auf Frauen, die angezeigt wurden, allerdings in geringerer Zahl und in einer Größenordnung, die den Vorjahren entspricht. 4 Belästigungen und Übergriffe auf und neben der von mehreren hunderttausend Menschen besuchten Festmeile am Brandenburger Tor wurden bei der Polizei angezeigt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Stadtweit waren es 6. 2 Frauen hatten laut Polizei bereits in der Silvesternacht Anzeige erstattet. Als mutmaßliche Täter wurden 2 Flüchtlinge aus Pakistan und dem Irak ermittelt. Zudem gab eine Touristin an, im Tiergarten von einer Gruppe südländischer Männer belästigt worden zu sein. Eine 4. Frau meldete sich am Dienstag und zeigte eine Belästigung an. 2 weitere Fälle von sexueller Belästigung wurden in Prenzlauer Berg und Kreuzberg registriert. Mehrere Berliner Tageszeitungen hatten bereits über die Zahl berichtet. Lehrerstreik droht. Trotz eines drohenden neuen Streiks der angestellten Berliner Lehrer sieht Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz Ahn keine Möglichkeit zu Verhandlungen mit der Lehrergewerkschaft GEW. Diese könnte nur innerhalb der Tarifgemeinschaft der Länder geführt werden, sagte der SPD-Politiker im öffentlich-rechtlichen Bezahlfernsehen. Alleinige Verhandlungen Berlins, um angestellte Lehrer tariflich einzuordnen, würden zum Ausschluss des Landes aus der Tarifgemeinschaft der Länder führen. Berlin war erst 2013 in die Tarifgemeinschaft zurückgekehrt. Seither wird versucht, die bislang niedrigere Bezahlung im Berliner öffentlichen Dienst wieder der höheren in anderen Bundesländern anzugleichen. Die GEW hatte, wie berichtet, am Mittwoch für die kommenden Wochen Streiks angekündigt.
Die Gewerkschaft fordert eine einheitliche Bezahlung angestellter und verbeamteter Lehrer. Nur zur Information, Berufseinsteiger, die im Land Berlin einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen, erhalten monatlich 4.800 Euro brutto an Einkünften. Das berichtete vor kurzem die Bildungssenatorin im Interview bei TV Berlin. Vielen Lehrern reicht das Geld jedoch nicht. Anklage gegen mutmaßlichen Mörder. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Mohammed und Elias könnte schon in wenigen Monaten beginnen. Ich rechne mit einer Anklage im Frühjahr, sagte der Potsdamer Rechtsanwalt Matthias Noll der Deutschen Presseagentur. Ein 32-jähriger Mann aus dem brandenburgischen Kaltenborn hatte Ende Oktober beide Morde gestanden. Elias war vor einem halben Jahr, am 8. Juli, von einem Spielplatz im Potsdamer Stadtteil Schlatz verschwunden. Das Flüchtlingskind Mohammed wurde am 1. Oktober vor dem Lageso in Berlin entführt. Der 32-jährige Silvio S. wird derzeit noch von einem Gutachter auf seine Schuldunfähigkeit untersucht. Der 32-jährige hatte den Ermittlern nach einer Festnahme erklärt, er habe Mohammed missbraucht und mit einem Gürtel erdrosselt. Zu dem Mord an Elias machte er keine Angaben. Der mutmaßliche Mörder sitzt weiter zum Schutz vor Gewalt von Mitgefangenen in einer Einzelzelle in Brandenburg an der Havel in Haft. BVG-Vertrag bis 2035 geplant. Die Berliner sollen vom Jahr 2020 an neue U-Bahn-Wagen bekommen. Der Senat will den 2020 auslaufenden Verkehrsvertrag mit den Verkehrsbetrieben bis 2035 verlängern. Eine neue BVG-Tochtergesellschaft soll die neuen Fahrzeuge selbst finanzieren. Dazu wurde am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Alte U-Bahn-Wagen sollen nach und nach ersetzt werden. Die Fahrzeuge Linien 1 und 2 seien im Durchschnitt 27 Jahre alt, die anderen 29 Jahre. Für den Kauf neuer U-Bahnen und Straßenbahnen benötige die BVG bis 2035 rund 3 Milliarden Euro, teilten die Vertragsparteien mit. Die BVG bekommt jährlich alles in allem rund 800 Millionen Euro Steuergeld an Subventionen. Mehr als 520 Millionen Euro gehen dabei für Gehälter drauf. Internetseite informiert über defekte Aufzüge. Informationen über defekte Fahrstühle an S- und U-Bahnhöfen in Berlin liefert seit gut einem Jahr die Internetseite brokenlifts.org. TV Berlin hat schon mal darüber berichtet. Rund 350 Rollstuhlfahrer informieren sich täglich über die Störung, wie der Verein Sozialhelden berichtet. Der Verein hat das Angebot initiiert und kooperiert mit den Verkehrsunternehmen und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Der VBB hat seinen Service dank der Zusammenarbeit verbessert und will ihn noch ausbauen. Unter anderem sei geplant, Kunden künftig für Strecken mit defekten Fahrstühlen Alternativrouten anzubieten. Müllabfuhr sammelt Weihnachtsbäume ein. Sie fallen derzeit unter dem Schnee kaum auf, aber die ausgedienten Weihnachtsbäume der Berliner sammelt die Müllabfuhr zwischen dem 9. und dem 22. Januar ein. Die Bäume müssen nach Angaben der Stadtreinigung gut sichtbar und abgeschmückt bis spätestens 6 Uhr morgens am Abholtag an den Straßenrand gelegt werden. Pro Stadtteil gibt es 2 Termine. Telefonische Auskünfte gibt es unter der Nummer 759-26670. Das Unternehmen rechnet mit bis zu 400.000 Bäumen. Sie sollen in Holzkraftwerken verbrannt werden und dienen der Energiegewinnung. Ja, und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht kann es immer noch leichten Schneeregen geben. Das Quecksilber wandert jedoch nach oben. 1 Grad erwarten wir uns. Der Freitag startet mit leichtem Regen. Im Tagesverlauf zieht sich der jedoch zurück. Und ab und an zeigt sich auch die Sonne. Das zeigt sich auch an den Temperaturen, denn die liegen bereits wieder bei 4 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Wie zu Beginn der Sendung angekündigt, der Frost verabschiedet sich wieder. Es wird jedoch nicht ganz so warm. Mit Werten zwischen 2 und 3 Grad bei teils bewölktem Himmel bleibt es in der Tendenz bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.